Hilfe! Warum zahlt die DAV meine Rente nicht aufs Konto? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten eine Anfrage, warum die Rente nicht am 28.05., also am Donnerstag, den 2020 im Mai nicht auf das Konto gezahlt wird. Ja, der Monat Mai ist ein Urlaubs- und Feiertagsmonat und wir wissen ja, dass die Rente immer am Ende des Monats gezahlt wird. Und das Ende des Monats ist der 31.05.2020. Und das ist ein Sonntag. Und Sonntag ist ein gesetzlicher Ruhestag, Feiertag. Das heißt also hier, an dem Tag wird die Deutsche Rentenversicherung definitiv ihre Rente nicht auf ihr Konto überweisen. Denn es gilt folgende Rechtslage. Die Deutsche Rentenversicherung muss in solchen Fällen die Rente immer am letzten Bankarbeitstag überweisen. Und das ist der 29.05.2020. Und diese Regel gilt für alle Rentenbezieher in Deutschland, ob sie die Rente nun nachschüssig bekommen oder vorschüssig bekommen. Nachschüssige Rentenzahlung bedeutet, Sie bekommen die Rentenleistung für den laufenden Monat am Monatsende gezahlt oder vorschüssig, Sie bekommen die laufende Rentenzahlung am Monatsanfang gezahlt. Und da der Monatsanfang in unserem Fall der 1.6.2020 dummerweise auch ein Feiertag ist, nämlich Pfingsten, bekommen die vorschüssigen Rentenzahler ihre Rente auch am 29.05.2020 gezahlt. So einfach ist die Regel. Deshalb muss sich niemand Sorgen machen, dass er seine Rente nicht pünktlich bekommt. Ausnahmen kann es natürlich mal geben. Lesen Sie bitte unseren Beitrag zum Thema Wann wird meine Rente gezahlt auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.